Jedes Mal, wenn Björn Asplund im offiziellen Bericht der Untersuchungskommission blättert, dann weiß er, dass er den Tod seines Sohnes noch nicht überwunden hat, auch nach fast 35 Jahren nicht. An einem Samstag, den 7. November 1980, kommt Johann nicht von der Schule nach Hause. Schnell wird klar, dass der Junge einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein muss. Die Suche nach dem Täter lange erfolglos, obwohl es einen Verdächtigen gibt. Einen ehemaligen Lebensgefährten von Johanns Mutter. Anna Clara und Johann hatte da lebt zusammen mit einem Mann, som hatte meine ehemalige Frau Anna Clara und Johann haben mit einem Mann zusammengelebt, der immer eifersüchtiger wurde. Es wurde so schlimm, dass er Anna Clara verbot, alleine einkaufen zu gehen, ihre Freunde zu treffen, ins Kino zu gehen. Sie durfte sich nicht außerhalb seiner Kontrolle bewegen. Jahrelang versucht Björn Asplund, die Behörden zu Ermittlungen gegen diesen Mann zu bewegen. Stets lehnen sie ab, verbitten sich seine Einmischung. Und dann taucht plötzlich Thomas Quick auf, der eigentlich Sture Bergwall heißt. Ein Bankräuber, gewalttätig, der sich auch schon mal an einem Jungen vergehen wollte und der den Gefängnispsychologen erzählt, er habe auch Johann auf brutalste Art getötet. Ich habe nie geglaubt an Thomas Quick. Wir haben dieser Geschichte von Thomas Quick nie geglaubt. Als er erzählt hat, er habe über 30 Menschen getötet, in ganz Skandinavien, sogar israelische Elitesoldaten, das war vollkommen unmöglich. Vor Gericht glauben ihm aber alle, die Ermittler, die Psychologen und die Richter. Verurteilen ihn nach seinen Geständnissen schließlich wegen 15 Morden zu lebenslanger Haft. Auch wenn einige seiner Schilderungen mit den Beweisen von den Tatorten nicht zusammenpassen, die Geschichte vom menschlichen Monster ist zu gut und bietet unverhofft einen Täter für so viele Morde. Jenny Küttem und zwei ihrer Journalistenkollegen zweifeln allerdings an den Geständnissen und beginnen, die Untersuchungsakten genau durchzuarbeiten. Schließlich können sie belegen, dass der verurteilte Mörder die Taten nicht hat verüben können, dass die Justiz dem psychisch Kranken geglaubt hat, ohne seine Aussagen zu überprüfen. Sie decken Schwedens größten Justizskandal auf. Wir haben ihn dreimal getroffen, den Kontakt geknüpft, den wir heute noch haben. Und dann hat er uns die Wahrheit erzählt. Als er alle seine Geständnisse zurücknahm, beim dritten Treffen, da sagte er, ich habe aufgegeben. Was folgt, ist hektische Betriebsamkeit der schwedischen Behörden. Nach weiteren Ermittlungen wird Sture Bergwall alias Thomas Quick freigesprochen, lebt inzwischen wieder auf freiem Fuß. Schließlich setzt das Justizministerium eine Untersuchungskommission ein. Sie stellt den Ermittlern im Fall Thomas Quick ein verheerendes Zeugnis aus. Man kann sehen, dass es gravierende Fehler im Rechtssystem gegeben hat, dass zum Beispiel der Staatsanwalt entlastende Beweise einfach ignorierte, dass die Verteidiger und die Staatsanwälte vor Gericht gemeinsame Sache machten, dass es keinen Gegenpol gab, dass niemand rausfinden wollte, wie es zu den Geständnissen gekommen war. Nachdem der Bericht jetzt veröffentlicht wurde, will Björn Asplund klagen. Er will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, die seinen Hinweisen nie nachgegangen sind, obwohl es doch einen wirklich Verdächtigen gab, sagt er. Bisher haben die Behörden immer versucht, die Verjährungsfristen auszusitzen. So sind dann alle davongekommen. Dieses Mal werde ich dafür sorgen, dass es nicht zu einer Verjährung kommt. Das Schlimmste für ihn, sagt er noch zum Schluss, sei, dass bis heute niemand den Mörder seines Sohnes Johann gefunden habe. Das lasse ihn noch immer verzweifeln.